Das Semester hat gerade erst begonnen und schon gehen Studierende auf die Barrikaden. Der Protest richtet sich gegen die Rückkehr Bernd Lukes als Professor an die Uni Hamburg. Der Allgemeine Studierendenausschuss, kurz AStA, hatte zu der Demonstration aufgerufen, der AfD-Gründer habe Mitverantwortung für die heutigen gesellschaftlichen Verwerfungen. Wir kritisieren an Herrn Lucke, dass er über 2 Jahre lang als Vorsitzender der AfD, als bürgerliches Aushängeschild dieser Partei, rechtsradikale Strömungen innerhalb der Partei maßgeblich mitgetragen hat. Auch wenn er sie natürlich nicht gefördert hat und bekämpft hat, er hat dennoch die Verantwortung, dass diese Partei sich in diese Richtung entwickelt hat. Die Kritik an Lukes Rückkehr in den Lehrbetrieb teilen viele der Studierenden, aber längst nicht alle. Die Haltung, die er halt zur Politik und zur Sozialpolitik hat, geht halt natürlich indirekt auch auf seine Studenten oder Studierenden über. Und das ist halt kritisch zu sehen. Was halt jetzt vielleicht wichtig wäre, ist, dass vielleicht Bernd Lucke mal sich ganz klar noch mal distanziert von der AfD oder sowas, damit er hier an der Uni wieder ganz normal ankommen kann. Er ist jetzt Professor für Makroökonomie und er wird uns jetzt nicht irgendwie politisch indoktrinieren. Es geht an sich um Makroökonomie, damit wir das Thema verstehen, und das war es auch. Der Volkswirtschaftler ließ die Professur wegen seiner Wahl ins EU-Parlament ab 2014 ruhen und war nach innerparteilichen Querelen bereits 2015 aus der AfD ausgetreten. Schriftlich verweist Lucke auf sein Bemühen, die AfD als bürgerlich konstruktive Kraft in klarer Abgrenzung von Populismus oder gar Extremismus zu positionieren. Von der zuständigen Hamburger Wissenschaftssenatorin gab es zum Fall Lucke nur eine kurze Stellungnahme. Im Hörsaal eskaliert die Situation dann. Lucke wird ausgebuht und niedergeschrien. Es kommt zu Tumulten und Gerangel. Die Vorlesung wird abgebrochen. Als beschämend habe ich das empfunden. Ja, also für eine Exzellenzuniversität, dass ein Professor dort 1,5 Stunden lang niedergebrüllt wird und als Nazischwein beschimpft wird. Sichtlich angefressen verlässt Lucke den Unicampus. Zur Vorlesung in der nächsten Woche will er aber wiederkommen.